Vergangene Saison verspielte Duisburg am vorletzten Spieltag bei Bayern 2 sicher geglaubte 3 Punkte. Leon Dajakos Ausgleich in der Nachspielzeit hatte dem MSV faktisch den Aufstieg in die zweite Bundesliga gekostet. Heute ganz andere Vorzeichen. Beide Teams mit 9 Trainern und sowohl der Vorjahresmeister Bayern 2 als auch der MSV im Tabellenkeller. Immerhin gab es zuletzt jeweils wieder Siege nach langer Durchstrecke. 15. Minute, Duisburg in den dunklen Trikots mit Sauer und der sieht Stoppelkamp auf und davon. Moritz Stoppelkamp und in allerletzter Sekunde ist das Stanisic und kann Schlimmeres verhindern. Maxi Sauer, perfekter Ball da in den Raum und Stoppelkamp hat vielleicht ein bisschen zu viel Zeit und Josip Stanisic klärt da in höchster Not vor dem einschussbereiten Stoppelkamp. Bayern optisch überlegen, hatte mehr Ballbesitz, mehr vom Spiel. Und dann auch Abschlüsse. Angelo Stiller in der 22. Minute mal mit dem Versuch. Aber Leo Weinkauf, der Ex-Bayern-Spieler, hat hier was dagegen. Dann 39. Minute, Freistoß Bayern. Dann ist da Lawrence, schubst seinen Gegenspieler. Aber das Ganze weiter hinten ist entscheidend. Gelb für Stoppelkamp, das Ganze im 16er. Und das bedeutet 11 Meter. Wir schauen an die 16er-Grenze. Hier der 10er. Kern geht zu Boden, wird gehalten von Stoppelkamp. Das ist für Schiedsrichter Florian Exner ein Elfmeter. Eine harte Entscheidung, aber wohl vertretbar. Kern ist es egal. Ab ins Glück, in die Mitte. 1:0 für die Bayern. Der beste Torschütze von Bayern 2, Timo Kern, mit seinem bereits 7. Saisontor. Elfmeter rausgeholt und dann auch verwandelt von Kern. Eine umkämpfte Partie. Bayern hatte aber die besseren Chancen. Bieter auf Kern und fast das nächste Tor in der 42. Minute. Anspruchsvoll, technisch auch dann gelöst von Kern, aber den Ball eben nicht im Tor untergebracht. Der MSV unter dem in München aufgewachsenen Lethieri zuletzt mit dem ersten Sieg im 6. Versuch unter dem neuen Trainer. Der positive Trend soll fortgeführt werden. Da braucht es aber mehr Torchancen im 2. Durchgang. 57. Minute, Vincent Vermeij nutzt hier nicht die erste gute Gelegenheit in der 2. Halbzeit. Zuletzt ja 3 Tore gemacht im letzten Spiel beim 4:1 gegen Wien Wiesbaden. Hier kommt der Ball nicht aufs Tor. Aber Duisburg jetzt besser im Spiel und wird hier eingeladen. Stoppelkamp sieht Vermeij. Vincent Vermeij und das 1:1. 65. Minute, der Patzer von Nico Feldhahn wird eiskalt bestraft, fällt dann heute sein 250. Drittligaspiel, lädt hier in der Vorweihnachtszeit die Duisburger ein, Stoppelkamp auf Vermeij und der nimmt das Geschenk dankend an. Und der MSV will jetzt mehr. Die Bayern zwar mit mehr Spielanteilen optisch überlegen, aber die Chancen hatten dann auch die Duisburger. Stoppelkamp, sensationeller Schuss! Moritz Stoppelkamp, seinen verschuldeten Elfmeter mit der Torvorlage schon wettgemacht und dann hier fast noch mit dem 2:1 Führungstor. Aber was ist das für eine sensationelle Parade auch von Ron Torben Hoffmann im Kasten, der kleine Bayern. Nachspielzeit. Und wer, wenn nicht der prägenden Figur aus dem letzten Duell, gehört der Schlussakkord. Leon Dajakos. Leon Dajakos! 91. Minute, aber gehalten von Leo Weinkauf. So bleibt beim Unentschieden. Duisburg entführt den Punkt und ist damit am Ende auch einverstanden. Mit ein bisschen Glück hätten wir dann heute 3 Punkte mitnehmen können, aber nichtsdestotrotz, wir haben wieder einen Punkt mitgenommen. Wir sind das 3. Spiel jetzt ungeschlagen, auswärts gegen eine Mannschaft, die top ausgebildet ist, die guten Fußball spielt. Und deswegen müssen wir heute einfach den Punkt mitnehmen und zufrieden sein. Es wären viele Möglichkeiten, viele Räume da gewesen, wo wir hineinspielen hätten können. Aber da haben wir den Moment versäumt und viel zu viel quer und nach hinten gespielt, anstatt dem zielstrebig den Abschluss zu suchen. Deswegen bin ich mit dem Spiel heute nicht zufrieden. Also unterschiedliche Gefühlswelten. Beide Teams teilen sich so, wie auch schon im letzten Aufeinandertreffen, die Punkte und verpassen damit den Sprung aus dem Tabellenkeller. Alle Spiele der 3. Liga live. Nur bei Magenta Sport.